Freunde, es ist soweit, nach 5 Jahren endlich wieder ins Flugzeug, auf in die Türkei. Freunde, wir sitzen ja in... Das höchste Bier seit 3 Jahren. Das höchste Bier seit 5 Jahren. Wir sind auf dem direkten Weg in die Türkei und lassen uns es jetzt hier in der Luft schon sehr gut gehen. Nur Könige werden so chauffiert. So, Prost. Wenn ein Toast hat unseren Urlaub aus. Wir werden ja wie die Könige chauffiert. Ja, im luxuriösen Bus. Ja. Mercedes-Bus. Mercedes-Bus. Ja. Prost. Prost. Auf den Urlaub. Kann nur gut werden. So, und Gäste, die schon mal hier im Acker waren, die bekommen sogar ein kleines Begrüßungsgeschenk. So, ihr lieben Freunde, jetzt sitzen wir hier am Meer mit einem schönen Cocktail. Hinter uns die flache Erde. Seht ihr nicht sowas, die ist rund. Das ist immer unser Streitthema. Prost, mein Guter! Prost! Auf uns, auf den Urlaub, aufs Leben! Goldige Zukunft! Ja! Boris Bobbele? Ja? Versus? Zukunftsstar her. 2050 bin ich an der Weltspitze. Freunde, wir sind jetzt hier schön am Meer und lassen es uns richtig gut gehen mit Wodka, nee, Whisky, Cola. Gin Tonic. Heute ist es sehr stürmisch, aber die Sonne prasselt ohne Ende. Ja, dann geht es schon bald wieder in die Sauna und in den beheizten Pool und natürlich auch ins Meer. Ne? In diesem Sinne. Glühwein. Mmh.
genau das Richtige nach der Sauna und halbem Meer. So, wir sind im Pascha-Restaurant, weil nur Paschas wie Paschas bedient werden. Und deswegen gibt es jetzt Kaviar, Rindersteak, auf den Punkt gebraten, Medium und natürlich Sekt. Prost. Jetzt spielen wir nachts, nach 0 Uhr, noch Tischtennis. Der Dude ist on air. Let's go. Wir gehen jetzt gleich noch in die Disco und Ingo bestellt sich mit Sonnenbrille in der Dunkelheit ein Wasser. Geht auf den betrunkenen Zustand. Das ist russisches Gas, was hier schön rauscht und in Massen hier anfließt. Ingo, was sagst du? Was sagst du zum Wintereinbruch in der Türkei? Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Ne? Haben wir halt ein bisschen Geld bezahlt, dass wir hier Winter erleben dürfen. Hätten wir noch einen Skisack einpacken müssen, ja. Mit der Skier? Naja, wenn man windgeschützt sitzt, geht's. Gehen wir ins Meer baden, ne? Ja.
liebe Freunde, das war's vom Türkei-Urlaub. Völlig angeschlagen, krank und hinüber verabschieden wir uns aus diesem Hotel. In diesem Sinne. Das war's von der Türkei. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, könnt ihr hier oben noch einschalten oder hier unten. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Man hört es an meiner Stimme. Das kann noch ein bisschen dauern. Bis dahin, euer Didi.